Rauch und feinste Metallstäube. Zwei der größten Gesundheitsrisiken für Schweißer. Auch für dich und für deine Mitarbeiter. Deshalb müssen Schweißrauchemissionen so gering wie möglich gehalten werden. Absaugeinrichtungen über dem Arbeitsplatz halten die Werkshalle rauchfrei und minimieren die Belastung für den Schweißer. Gänzlich vermeiden können sie sie nicht. Noch immer zieht der Rauch am Kopf vorbei, bevor er abgesaugt wird. Weiterer Nachteil: klassische Absauganlagen sind sperrig und auf der Baustelle umständlich in der Handhabung. Die Lösung: Punktabsaugung. Das bedeutet, der Schweißrauch wird dort abgesaugt, wo er entsteht. Voraussetzungen sind ein Absaugbrenner und eine hocheffiziente Absaugeinrichtung. EWM präsentiert XQVAC, die Hochvakuumabsauganlage für den stationären und mobilen Einsatz. Klein, zeitsparend und trotzdem hochleistungsfähig. Geeignet für alle EWM-Schweißgeräte mit siebenpoligem Systembusanschluss. Einfache Handhabung, selbst mit Handschuhen, durch komfortable Einknopfbedienung. Die stufenlose Vorwahl der Absaugleistung ermöglicht die optimale Anpassung des Volumenstroms an den Schweißprozess. Die integrierte Absaugleistungsregulierung sorgt für einen konstanten Volumenstrom auch bei zunehmender Filtersättigung. Die Absaugung startet beim Gasvorströmen, noch bevor der Lichtbogen zündet. Sie schaltet erst ab, wenn kein Gas mehr strömt. Die XQVAC ist leicht zu bewegen durch einen großen Bügelgriff und wendige Räder. Ideal für die Baustelle. Als besonderen Service für dich eine USB-Ladebuchse, zum Beispiel für dein Smartphone. Die Bedienung der XQVAC ist einfach. Verbindung mit Schweißgerät und Brenner herstellen. Gewünschte Absaugleistung einstellen und losschweißen. Schweißrauch in deinem Atmungsbereich gehört damit der Vergangenheit an. XQVAC ist W3 zertifiziert und für das Schweißen hochlegierter Stähle zugelassen. Übrigens, XQVAC ist in Verbindung mit dem optionalen RMT-Schweißrauchabsaugkit auch für Roboteranlagen geeignet. Für deine Gesundheit und die deiner Mitarbeiter. XQVAC von EWM.